Herzlich willkommen, Best of Rocket Beans, unsere Highlights im Mai 2024. Let's go! Cold Open. Wahnsinn, jetzt geht's los. Das wird ein Riesenspaß. Das wird ein Riesenspaß. Das wird ein Riesenspaß. Rocket Beans. Nein, ich Idiotenkind! Ja. Warum machst du das noch? Kann man so schlecht in Elden Ring sein? Nee, no fucking way. Wir haben jetzt keine Eimer. Doch, zeig mal bitte, wie das aussieht. Würde dich mal draufpassen. Wow. Hammer. Ihr am Start von Santa Monica. Ihr seid hier und ich bin auch schon da. Wir surfen heute mit dem Brett. Das wird fett. Ziemlich nett. Aber auf jeden Fall sind wir kokett. Hey Kids, wie sieht's aus? Habt ihr diesen Samstagmorgen Bock auf ein richtig geiles Ferienprogramm? Wir starten mit Baloo, der wieder spannende Abenteuer mit seiner tollgrünen Crew erleben wird. Danach gibt's das Neueste der Neuigkeiten aus der Welt der Games. Und wir gucken auch, wer dieses Wochenende am Spieltag in der Fußball-Bundesliga vielleicht die Nase vorn haben wird. Das alles sehen wir gleich nach der Werbung. Yo! Ich muss sagen, ich sehe ihn da zu 100%. Er macht das jetzt so ein bisschen als Persiflage, aber wir alle wissen, dass Colin alle Dinge, die er mag, vor denen er sich aber nicht traut, dazu zu stehen, die persifliert er. Weil er dann in diesem Moment der Persiflage da wirklich drin aufgehen kann. Und wenn es nur wenige Minuten sind und alle anderen denken, er macht sich lustig, aber er genießt es so sehr. Und das ist zum Beispiel beim Schlagersingen auch so. Und beim Creepy Kids moderieren auch. Das ist einfach, wenn man den Colin von der Leine lässt, gibt es einfach niemand Besseren. Aber man muss auch wirklich, er muss seine Schamgrenze dauerhaft überwinden können für solche Projekte. Und dann wäre er eine absolute Legende. Er steht sich selbst im Weg. Weil er hat halt so viele Brüder, das ist das Problem. Colin hat ja 18 Brüder, die sehen alle exakt gleich aus. Und wenn man als 18. von 18 Kindern geboren wird in so einem Testosteronrudel-Knäuel, dann will man ja auf, man muss immer cool sein. Und man darf nicht zu den scheinbar uncoolen Dingen stehen, weil man wird verspottet und gemobbt. Und das ist halt echt, ach egal. Colin, steh dazu. Ah, okay. Wusstest du, Simon, er schafft es, Türen zu knacken, aber sie danach nicht zu schließen. Ja. Aufkriegt er sie, aber geschlossen kriegt er sie nicht mehr. Hast du schon mal erlebt von also, Simon? Wenn du mal über welche Tür reden wir? Diese neue Resident Evil Tür im Keller. Diese ja, wir haben sie entdeckt und gelöst. Das ist wirklich was? Resident Evil. Lass uns mal Chat fragen, welche Zahlen? Wir brauchen 4 Zahlen, Chat. Ja, komm, wir probieren mal eine Zahl probieren aus. Wäre geil, wenn es klappen würde. Oh, ich probiere darüber hinaus 1337 mal aus. Ja. Okay, vielleicht sind die Wirtler ein bisschen smarter. LOL. Hey, das ist hier der Hammer! Das ist hier der Hammer! Hey, die Ehrlich Brothers! Die Ehrlich Brothers Hamburgs! Magie! Sorry, mach direkt auf. Ich will reingucken. Ich weiß jetzt gerade nicht. Das ist wie bei Resident Evil. Ich muss jetzt reingucken. Ah, es geht nicht. War das die Tür oder mein Rücken? Das war mein Rücken. Ich komme über die Stufe nicht. Ich kann dir nicht helfen. So hängt er da halt fest. Ich hätte gewünscht, ihr hättet das Bild gesehen, was ich gesehen habe hier. Sehr gut. So. Das da kann so. Er nicht runter, ne? Da kann er nicht runter. Doch! Colin! Oh nein! Sisyphus war ja sehr stark. Ja, er gilt ja auch als Erfinder deines Lieblingssports, ne? Sisyphusball. Oh, da bin ich. Wanderst hier auf Nils Bohmhoff ich hab, Spuren. Ganz ehrlich, mein Herz pochte. Du willst ins Best-of. Es gibt ja diese alte Comedy-Regel, be funny, don't say funny. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo der Unterschied ist. Die Farbe befindet sich ja in einer anderen. Ich muss mal ganz kurz sagen, weil das manchmal so, wenn irgendjemand einen dummen Wortwitz macht, dann heißt es manchmal so wie gerade auch so, haha, bist jetzt so dumm wie Nils. Und das ist aber den Leuten gegenüber nicht gerecht, weil insbesondere Colin das auch schon sein Leben lang macht. Und er muss sich ja auch jetzt vor niemandem verstecken, ne? Deswegen so, das finde ich dann nicht gut, weil der braucht keinen Vergleich. Und schon gar nicht mich, ne? Hautschicht, darüber ist ja die Haut normal. So wie bei dir auch, nur du hast da nichts drunter unter der Haut. Ich hab nie was drunter.
Es ist ein bisschen dunkel, aber hier sind so Fenster. Und als ich halt zum Büro gekommen bin, da waren auch schon Fans da. Nils kommt für sowas ins Best-of. Ja, ja, das halt ist echt, ja, ja. Der, noch, das muss man, Best-of war ja noch nicht. Wenn eine schlechte Woche verloren ist, dann kommst du rein. An der Stelle nochmal ein Dank an Warsteiner, Woche. Auf Englisch übrigens True Stoner. Und was lustig ist, ist nämlich der Spitzname von Simon. Kann ich schon, aber also ich sehr guter Gag. Im Harry Potter habe mich da erstmal mit der Kassiererin angelegt, weil ich 10 Minuten anstand. Irgendwann habe ich die Schlange gewechselt und habe gesagt, in der Zeit hat die hier 8 Leute bedient. Und dann war das ganze Foyer still, hat mich angeguckt. War ein bisschen unangenehm. Kein Anstand, obwohl er so lange anstand. Ja. Warum hat Napoleon seine letzte Schlacht verloren? Pikinierenversagen. Geld kann ja auch ehrenwert sein. In welcher Welt ist Geld denn ehrenwert? Du kannst dir Geld auf ehrenwerte Weise verdienen und dann es auch für einen guten Zweck einsetzen. Der Einzige, der sich für einen guten Zweck einsetzt, ist immer noch Moneyboy. Ey, Tywin, wie bist du zu deinem Namen gekommen? Kannst du sehr gut Krawatten binden? Was? Das ist spannend. Vielleicht wird das dem Tywin ein Tybreak. Das ist ja nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Nahkampf? Da bin ich ja schon wieder. Hallo. U-Boote können, glaube ich, auch so Nahkampf. Zählt das auch rein? Du hast. Das ist aber so gut, ich habe echt gelacht, Nils. Es geht direkt weiter mit Runde Nummer 2. Yes. Da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir da noch ein gescheites Pferderennen zu sehen bekommen. Ja, beim Pferderennen muss man schnell sein. Man muss quasi ein echter Nico Rosberg sein. Ja, man sagt ja auch, wer reitet, der Rost. Ah, das ist das Signal. Anscheinend ist der Hai wirklich die Waffe der Wahl heute Abend. Also bis jetzt, die Haie haben mich immer gut geleistet. Ich muss mal eine Lanze für In-die-Tonne-Challenge brechen. Es macht so Spaß. In-die-Tonne-Challenge ist ja entstanden aus der In-die-Tonne-Reihe mit Simon und mir. Und da haben wir irgendwann ja Minerino gespielt und dann gesagt so, ey, wisst ihr was, kein Bock mehr drauf. Lass uns doch eine In-die-Tonne-Challenge machen, wo einfach alle anderen die Spiele spielen müssen und wir machen uns drüber lustig. Und dadurch ist dann die In-die-Tonne-Challenge geboren wurden. Und ich liebe dieses Format. Es macht einfach Spaß. Weil ich auch nicht spielen muss. Ja, also mit diesem Schwert wird er förmlich auch zum Ich bin hier komplett im Bild. Und das tut mir wirklich leid. Entschuldigung. Zurück zu meinem Gag. Oh, hi. Wahnsinn. Für Anton ist jeder Einsatz wie der eines U-Bootes. Ist immer eine Submission. Und hat schon mehr Zähne gekostet als meine Fahrradschaltung. Wenn er das. Ich meine, man könnte fast sagen, Mel spielt einen Saumurai. Ja, Mel richtig am Kochen. Wir sollten sie vielleicht Melzer nennen. Danke. Danke, Nils. Ja, bitte. Ihr könnt mich jederzeit anrufen. Mervi ist nur Plastik, ne? Wie gesagt. Ja. Oh nein, du kannst Buddy. Das, ja. Buddy und Nunchucks, oh Gott. Das nur aus Schaumstoff. Sein. Ja. Reiß sie nicht auseinander, das ist eigentlich alles. Dafür hast du das richtig gut gemacht gerade, Buddy, ne? Alter, was für erbärmliche Moves du drauf hast. Du benutzt das wie so ein Handtuch, wo du dir morgens unter den Achseln dir einmal da. Also wollte sich das Wasser von den Schultern klopfen. Jeder Mensch kann irgendjemanden imitieren. Wen kannst du, Walle? Weiß ich nicht, ich wollte gerade gegen argumentieren. Mach Yoshi, grad, Yoshi! So, können wir den Yoshi-Bild sehen? Sehr gut. Ich nehme den Hund so und mache ihn in den Mülleimer. So, zack. Was hast du denn, den kleinen scheiß Hund hier? Ja, ich glaube, jetzt haben wir wirklich genervt hier. Obwohl der Hammer ist natürlich. Oh, wollen wir ganz kurz zum Kopf mal ein? Wir sind zwei, das ist Schicksal. Es ist einfach immer gut. Diese Quietsch, das ist immer gut. Es funktioniert immer. Wenn irgendwann mal so eine richtig miese Stimmung ist, ihr seid zum Beispiel auf einer Beerdigung, alle sind im Schwarz gekleidet, es ist ruhig, alle sind so in sich gekehrt, so ein leises Schluchzen ist hier und da zu vernehmen, ansonsten Stille, es ist so ein Tisch aufgebaut mit so ein paar Knabbereien und keiner weiß so richtig, was macht man jetzt, so wer sagt jetzt was, und mitten aus dieser Schwärze heraus hebt, so wie Krogmann gerade, jemand so eine Hand mit so einem bunten Hämmerchen. Der Hämmer dreht sich, als würde er suchen. Sucht in der Menge der schwarzen Köpfe und dann findet er jemanden und macht einfach ganz langsam.
kann mir keiner erzählen, dass die Stimmung dann nicht deutlich besser ist. Ja, du auf! Warte mal! Edward! Da! Die Simon und Cookie Show! Geil, Simon, das ist der beste Tag meines Lebens. Vollmahlzeit in Quaderform. Darauf freue ich mich enorm. Belegte Fritten, Ball aus Hack. Was kitzelt köstlich den Geschmack? Was ist fürs Klo? Was zählt zum Besten? Das will ich heute für euch testen. Was passiert denn? Wenn man sowas sieht, dann denke ich immer, ich muss mir auch wieder mehr Mühe geben mit Cold Openern und so. Aber das ist schon Masterclass. Das war einfach, das geht ja nicht besser. Wenn man Schlagsahne schlägt, dann wird sie doch zu... Das schaffen wir nicht ohne Handrührgerät. Ey, war mal ganz kurz. Habe ich das schon mal geguckt mit euch? Das ist doch ganz neu, oder? Ist das nicht neues? Das ist zwar Mai, wir haben zwar schon Ende Juli, aber ich habe manchmal das Gefühl, ihr habt das schon gesehen. die Szene hier mit der Schlagsahne, das habe ich alles schon gesehen. Aber wir sind schon noch, das ist schon das Aktuelle, ne? Das Akt ist vor 3 Tagen rausgekommen. Aber die Szene kenne ich doch schon. Wird Schlagsahne zu Schlagsahne, wenn man sie schlägt? Und was, wenn man sie nicht schlägt, ist sie auch Schlagsahne. Der stupideste Job, den man sich so vorstellen kann. War das nicht schon im letzten Best-of? Sonst passiert da gar nichts. Wo er jetzt Butter macht, jetzt macht er Butter. Ich hab überlegt, dass ich ripped werde. Richtig ripped. Ich werde so richtig ein auf Muskelmann. Ist Eddie dann wohl angenehmer oder weniger angenehm, wenn er ripped ist? Ich könnte mir vorstellen, dass mit so einem körperlichen Wertigkeitsgefühl, was du ja vielleicht damit verbindest, so eine gewisse Bescheidenheit im Wesen dahergeht. Ihr wisst schon, dass es technische Geräte für sowas gibt. Das ist ja kompletter Quatsch, sowas zu machen. Nur, dass ich das verstehe. Dein Schuh ist nicht der lauteste, weil ich fett bin. Ich mag das so, wie das ist richtig gut geschnitten, weil jetzt man hat das Gefühl, dass es passiert gerade alles gleichzeitig, weil der das dumme Rührgeräusch drüber gelassen hat. Das ist super. Die Flecken oder was? Ja, die Flecken. Überall. Alter Mann mit Schneebesen. Jetzt wird's wieder flüssig. Wo kommt denn jetzt die Sippsche da unten her? Hä? Okay, was machen wir jetzt? Wo ist denn jetzt hin? Ich gesagt, wo ist denn jetzt die Sahne hin? Eben war es doch noch richtig cool und jetzt ist es plötzlich so. Oh nein, du hast Butter gemacht. Wenn man Sahne zu doll schlägt, dann wird daraus Butter. Das sagst du mir jetzt? Das ist ja wie so ein See gekippt. Es war wirklich gerade perfekte, weiße, cremige Sahne. Oh shit, ey. Und jetzt sind's Flocken. Du hast doch die ganze Zeit nicht gelaufen. Ja, weißt du warum? Weil ich Sahne geschlagen habe. Ja, wir haben 15 Minuten, bis es Butter wurde. Das habe ich 20 Minuten geschlagen, damit es in den Palaschinken kommt. Das ist doch geil. Boah. Der muss dir schmecken, Nis. Der muss dir schmecken, Gregor. Du bist jetzt ein Werbesprecher. Ist das der Senf? Ja! Oh Gott, nee, das geht nicht. Ja. Hab ich 10 Kilo abgenommen. Oh, man kann nicht 4 gehäufte Teelöffel Senf roh essen. Das geht nicht, egal wie gut der Senf ist. Oh, der arme Gregor. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich mir jetzt das Gesicht angucke, ich glaube, er findet es auch ein bisschen geil. Und liebe Tiere, es ist für mich auch eklig. Du bist Tabletten, Gregor. Ja, wirklich. Oh, das hört gar nicht mehr auf. Ich bin blind. Ach. Die Sonne ist die beste Freundin, drum lassen wir sie rein. Sie bringt uns Weizen und auch Wärme, drum schmeckt sie ja so fein. In Blumenöl, ich sag es euch, ist sie ein feiner Gast. Drum willst du braten, hast es eilig, ein wenig vielleicht hast. Dann nimm nicht die Olive, das ist ein fieser Fang. Nimm lieber Sonnenblumenöl, dann wird dir nicht Angst und Bang. Der Kardiologe, meine Güte, frag ihn doch erst später. Heute geht's um den Genuss. Lieber Peter. Liegst du im Grab, hörst du nicht mehr das Gezäter. So, wenn irgendwo bei Rocket Beans von After Dark gesprochen wird. Es ist großartig und er improvisiert das. Aber manchmal denke ich mir auch so, ja, vielleicht hat er es auch zu Hause geschrieben, über viele Wochen sich dran berauscht, bis er es vortragen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er es improvisiert. Das ist fantastisch. Haben alle denselben Gag auf den Lippen. Ich habe vorhin gesagt, ihr seid der After-Dark-Bereich. Heute wohl eher der Dark-After-Bereich. So.
der schönste Ort ist natürlich das eigene Zuhause. Dort kann man schön seine Hobbys nachgehen, Eisenbahn bauen. Masturbieren. Kann man masturbieren, kann man ein paar Nüsse snacken, kann man sich schön masturbieren ein bisschen Nüsse Schinken snacken. Rein. Alles in irgendwelcher Reihenfolge. Schinken essen, masturbieren. Wow. Schneiden wir? Nee, wir sind live, ne? Scheiße. Ja. Könnt ihr das größer noch machen? Das kann ich größer machen, klar. Das wäre jetzt meine erste Frage. Danke! Okay, ich habe hier ein Wort gelegt. Fat Bun. Der Künstlername eines Erotikdarstellers. Der Künstlername eines Erotikdarstellers. Der Künstlername eines Erotikdarstellers. Und Fat Bun ist natürlich ein Erotikdarsteller. Mhm. Bei mir ist es Lexi. Nummer 1. Der Titel eines Erotikfilms. Und surprise, es ist der Titel eines Erotikfilms. Sehr gut. Das ist ein kleiner Wotz. Und wann passiert das? Anderes Wort für Zungenkuss. Chris hat so einen Wotz aufgebracht. Hast du Lust, mich zu wotzen? Richtig schön. Und dann hat er mich gewotzt. Dann hat er mich angewotzt. Wir sind in irgendeiner Bar, wir sind in irgendeiner Disco, wir bandeln miteinander an, es läuft gut. Wir sind schon ein bisschen angetrunken, langsam so, hey, sollen wir fockern? Ja, okay. Dann gehst du. Was? Dann geht ihr in die Wohnung, dann siehst du so einen alten TV und denkst, ach Mensch, bin ich cool, ist sympathisch. Und dann hörst du es. Diese Scheiße fiept. Die hat diesen hochfrequenten Ton. Die ganze Zeit dieses. Wo ist dieser Dude? Das muss ja ein Use Case gewesen sein. Oder hätte man jetzt auch wunderbar den Hammer mit reinschneiden können, diesen Gummihammer da. Mittlerweile. Wegen des FIFA. Altersschwäche. Ich wollte auf die Altersschwäche hinaus. Ah, schön. Nein, warte mal, war es auch nicht besser. Naja, jedenfalls. Was? Muss ich den anziehen? Ich habe eine Latexallergie. Ja, das habe ich schon mal gehört, aber hat auch nicht funktioniert. Oh. Diese unpräzise Linienführung, die darauf zurückzuführen ist, dass man das mit dem Joypad machen muss, ähnelt der Linienführung von Eddies Tattoo. It's gonna happen. It's gonna happen. Tu das. Tu das. Traut er sich. Er traut sich rein und ziehen. Oh, ich liebe dieses Zittern am Ende, es war fantastisch. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie ich gezittert habe? Die Linie ist überhaupt gar nicht drin, leider. Das war... Machen wir mal. Ich krieg einen ganz neuen Respekt für deinen Job gerade. Dankeschön, vorher hast du mich nicht respektiert, ne? So. Und man sieht halt, hier an den Linien sieht man, wie ich gezittert habe. Das Tattoo wäre perfekt, wenn die Blaupausen im Hintergrund nicht wären. So wollte ich das nämlich so sagen. Das Beste ist natürlich die Bohne. Bohnen. Oh. Ja. Ich habe hier gerade das Töpfchen und da sind voll wenig Begriffe drin. Und da wollte ich fragen, ob ihr nicht Lust habt, wenn ihr... Jetzt ist es noch weniger. Jetzt will ich aber sehen, ob das auf ist. Mann stirbt, nachdem er versucht, Bier zu essen. Ich danke. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet, dass es unterhaltsam war, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch zu danken. Bohnen! Wir bedanken uns natürlich auch bei euch, dass ihr so fleißig mit zugeschaut habt, wenn ihr das Ganze jetzt viewt. Das ist einer der schlimmsten Momente übrigens, ne? Ihr wisst das ja gar nicht. Aber wenn man bei irgendwas verliert, dem Sieger dabei zuzuhören, wie er eine generöse Rede schwingt. Alle tun immer so ganz unangefasst und souverän, gucken so ein bisschen ins Nichts oder maximal vielleicht auch vorsichtig lächelnd zu demjenigen, der gerade die Rede hält. Aber innerlich denkt jeder das Gleiche. Halt die Fresse, du Arschloch, ey. Halt einfach die Fresse. So, das denkt man. Man sagt das nicht, ne? Aber er ist ein guter. Egge ist ein guter. Lasst einen Kommentar da. Wir lassen einen Daumen nach oben da und gibt es euch dreckig und gut. Bis bald. Tschüss. Das war das Best of Rocket Beans TV Mai. Mit leichter Verspätung wurde es uns angeliefert. Es muss auf dem langen Pfad sich verspätet haben. Vielleicht gab es einen Radbruch, einen Achsenbruch oder einen Pferdebeinbruch. Jedenfalls verliert es ja nichts durch seine Aktualität, von seiner Aktualität, weil Humor ist immer gut. Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zusehen. Was war euer Lieblingsgag? Was ist der beste Moment gewesen? Welcher Moment hätte sein eigenes Best of verdient? Das und vieles mehr schreibt es mir in die Comments. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Monat beim Best of Juni. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.